Bildungsdokumentation, so ist, denke ich, in den vorhergehenden Einheiten deutlich geworden, dient vor allem dazu, Bildungsprozesse sichtbar zu machen. Sie dient eher nicht dazu, bestimmte Entwicklungsstände objektiv zu messen. Vorrangiges Ziel ist es, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, aber auch mit Eltern und mit Kolleginnen und Kollegen über eben genau diese Bildungsprozesse zu reden. Die beiden bisherigen Dokumentationsformen, die wir uns angeschaut haben, das Portfolio und die Lerngeschichten, richteten sich an das einzelne Kind, guckten Bildungsprozesse des einzelnen Kindes an. Im Folgenden werden wir uns nun zwei Dokumentationsformen angucken, die die gesamte Kindergruppe oder einen Teil der Gruppe in den Blick nimmt, nämlich einmal die Wanddokumentation und die Projektdokumentation. In diesem Teil geht es erstens um Wanddokumentation, die auch als sprechende Wände bekannt sind, und zweitens um Projektdokumentation. Beginnen wir mit der Wanddokumentation. Ein erstes Beispiel dazu ist hier zu sehen. Es umfasst für Wanddokumentation typische Elemente, Fotos, kurze Erläuterungen, hier Datum, Uhrzeit, Name, Alter des Kindes, ein Kommentar des Kindes, also hier der Regenbogen, sowie ein Bild des Kindes. Dieses Beispiel aus einer Krippengruppe zeigt, dass auch mit den Arbeiten junger Kinder Wanddokumentationen möglich sind. Das zweite Beispiel zum Einstieg stammt aus einem neuseeländischen Kindergarten, in dem also Kinder zwischen 2 und 6 Jahren zusammen sind. Auch hier haben wir diese typischen Elemente: Foto, Zeichnung, Kinderkommentare und Erwachsenenkommentare, wenngleich hier jetzt in etwas anspruchsvollerer Form. Was mit diesen beiden Beispielen vielleicht schon deutlich geworden ist: Wanddokumentationen sind nicht zu verwechseln mit auf Plakatkarton aufgeklebten Fotos aus dem Kita-Alltag. Wozu dienen also Wanddokumentationen? Sie haben verschiedene Ziele. Als erstes möchte ich den Gruppenbezug, die Gemeinsamkeit hervorheben. Durch die Wanddokumentation wird deutlich, dass Bildungsprozesse gemeinsam stattfinden. Die Reziprozität des Lernens wird bedeutet, dass Lernen immer in Wechselbeziehungen mit der Umwelt, also auch mit anderen Kindern, geschieht. Bildung ist eben kein einsamer Prozess, sondern Ergebnis eines gemeinschaftlichen Tuns, meistens mit anderen Menschen. Das ist letztlich auch das, was wir mit dem Schlagwort Co-Konstruktion meinen. Eine besondere Form von Wanddokumentation besteht darin, neue Aktivitäten anzuregen. Da diese Dokumentation im Raum sichtbar ist, ist sie besonders geeignet, Impulse zu geben. Außerdem kann sie Anlass für Dialoge über Bildung zu sein. Dazu trägt in besonderem Maße die Sichtbarkeit der Wanddokumentation bei. Hier geht es sowohl um die Anregung als auch um die Wertschätzung dessen, was die Kinder tun. Schließlich ist die Wanddokumentation besonders geeignet, Kindern Möglichkeiten der Partizipation zu eröffnen. Denn Kinder können und sollen sich an der Dokumentation beteiligen, selbst Ideen und Produkte beisteuern. Das zeigt auch schon, dass Wanddokumentation keinesfalls als fertiges Produkt aufgehängt werden muss. An den Wanddokumentationen können sich darüber hinaus eben nicht nur Kinder, sondern auch Eltern beteiligen. Ich werde Ihnen diese 4 Funktionen jetzt anhand von einigen Beispielen erläutern und hoffe, dass Sie auf diese Weise noch plastischer, noch besser nachvollziehbar und für Sie natürlich auch besser merkfähig werden. Beginnen wir mit der Funktion Gemeinsamkeit. In diesem Beispiel werden die Erfahrungen der Kinder bei Exkursionen in die Natur dokumentiert. Diese Einrichtung macht regelmäßig kleine Ausflüge in die Umgebung, um Natur zu beobachten und zu erkunden. Die Wanddokumentation zeigt Fotos, erklärt aus Fachkraftsicht, worum es dabei geht, bezieht Zeichnungen, genauer gesagt Bilder der Kinder mit ein und zeigt auch Fotos der Kinder. Aber auch beim täglichen Spiel in der Kita, in diesem Beispiel in der Bauecke, können solche Wanddokumentationen Gemeinsamkeit betonen.
Hier wird ein konkretes Projekt, der Bau eines Raumschiffs aus Legosteinen, dokumentiert. Die Kinder wurden offensichtlich gebeten, zu beschreiben, was sie da getan haben, und diese Erläuterungen wurden dann in der Dokumentation hinzugefügt. Die Kinder können sich hier als Gruppe erleben, das gemeinsame Tun wird hervorgehoben. Wanddokumentationen werden oftmals auch als Anregung eingesetzt. Hier wurden in einer Bauecke Fotos von bekannten Gebäuden angebracht. In diesem Beispiel sieht man auch schön, dass Schrift ebenfalls integriert werden sollte. Mit Blick auf Literacy ist es wichtig, dass die Umwelt von Kindern Buchstaben und Worte enthält, dass sie so wiederkehrende Muster erkennen können und Schrift als etwas für sie selbst Relevantes erkennen. Wanddokumentationen können aber neben diesen ganz allgemeinen Bauwerken auch ganz konkret veranschaulichen, was man mit einem bestimmten Material und bestimmten Objekten tun kann. In diesem Beispiel begleitet die Wanddokumentation einen Tisch mit 4 Heißklebepistolen. Auf zahlreichen Bildern, die diesen Tisch umgeben, wird dokumentiert, was andere Kinder damit bereits getan haben. Wanddokumentationen unterstreichen so den Aufforderungscharakter des Materials. Mit diesem Beispiel möchte ich verdeutlichen, worin die Sichtbarmachung von Bildungsprozessen durch Wanddokumentation bestehen kann. Hier sieht man mit einer kleinen Fotosequenz, wie das ausgestellte Bild entstanden ist. Dann wird das Bild selbst präsentiert und zwar wertschätzend auf einem Karton aufgebracht. Schließlich gibt es eine Beschreibung der Beobachtungen der Fachkraft. Hier wäre ergänzend ja auch eine Reflexion des Kindes selbst noch denkbar, bei der es dann erzählt, wie es das Bild gemalt hat, wie es dabei vorgegangen ist, was in ihm selbst vorging. Und schließlich macht ein Foto des Kindes dieses noch einmal als Urheber sichtbar. Wir haben also diese 4 Elemente, es wäre eben noch als 5. Element die Selbstreflexion des Kindes hier denkbar. Also wenn Sie nochmal ins Detail hier gehen, können Sie hier sehen, wie liebevoll und genau die Entstehung dieses Bildes hier dokumentiert wird und so nun auch für andere Kinder, für die Eltern, aber auch für das Kind selbst im Gruppenraum präsent gehalten wird. Die Funktion der Partizipation drückt sich zunächst einmal auch einfach in Zugänglichkeit aus und die wird einfach auch durch Augenhöhe hergestellt. In diesem Beispiel hier aus einer Krippe wurde die Dokumentation auf der Höhe auch von Krabbelkindern angebracht. Hier hinter einer Plexiglaswand, sodass die Kinder auch problemlos mit den Händen drauf fassen können. Also hier ist eben ganz daran gedacht, dass die Kinder hier einen guten Zugang zu dieser Dokumentation haben. Partizipation bedeutet aber auch, sich selbst beteiligen zu können. Diese Wanddokumentation ist noch unfertig. Man sieht das so ein bisschen am rechten unteren Rand, wo noch Platz gelassen wurde. Hier können eben noch Ergänzungen gemacht werden. Hier soll es eben weitergehen. Ich möchte nun fortschreiten, indem ich Ihnen ein paar Beispiele dafür gebe, wie die Dokumentation überhaupt aufgehängt werden kann, denn daran kann man ganz gut die Vielfalt von Dokumentationen erkennen. Beginnen wir mit einer ganz klassischen Aufhängung, nämlich an einem Whiteboard. Dieses ermöglicht es, mit Magneten zu arbeiten. Plakate können hier in ganz unterschiedlicher Größe aufgehängt werden. Dadurch können Dokumentationen auch im DIN A4-Format gestaltet werden, die dann später in die Portfolioordner übernommen werden. Zugleich kann aber auch mit Markern auf dieses Board direkt geschrieben werden. So können sich unterschiedliche Dokumentationsformen hier ganz gut miteinander verbinden. Nachteile sind jedoch, dass es eben nicht überall möglich ist, solche Whiteboards aufzuhängen und zudem, und das sieht man hier an diesem Beispiel, finde ich auch, können sie aufgrund ihrer glatten Oberfläche auch etwas steril und unpersönlich wirken, gerade wenn dann die einzelnen Dokumentationen wie hier noch in Klarsichthüllen untergebracht sind. Eine weit verbreitete Alternative sind Pinnwände, die hier einfach aus an die Wände geklebten dicken Filz bestehen. Auch hier ist Platz notwendig, sie sind aber flexibler in der Größe und können leichter angepasst werden.
In diesem Beispiel sieht man auch schön die Verbindung mit Tischen, sodass eben auch dann dreidimensionales Material einbezogen werden kann. Hier die Bücher und unten rechts sehen Sie schon ein paar Ordner, Projektdokumentationen, auf die wir jetzt im weiteren Verlauf dieses Videoclips auch noch kommen werden. Letztlich können Dokumentationen aber eigentlich überall angebracht werden, wie beispielsweise hier an der Tür oder an einem schmalen Stück Wand. Es geht hier eben auch darum, Flächen auszunutzen so möglichst viele Räume für auch kleinere Dokumentationen zu schaffen. Und ich glaube, gerade an diesen letzten beiden Beispielen sieht man, dass Wanddokumentation nicht immer die ganz große Riesensache sein muss, sondern dass man das eben auch mit einfachen Mitteln, mit wenig Bild, mit wenig Text relativ klein hinbekommt. Man sieht an diesem Beispiel aber auch ganz gut, dass oft eben nicht alle Anforderungen, die ich eben aufgezählt habe, an Wanddokumentation gelingen. Hier zum Beispiel sind die Adressaten wohl eher Erwachsene, vor allem die Eltern, denn man sieht schon, die Bilder und Texte sind hier in Augenhöhe von Erwachsenen aufgehängt und auch die Texte sind klein geschrieben. Für Kinder ist das hier nicht ganz so gut erreichbar. Also hier wird eben auch nochmal deutlich, die perfekte Wanddokumentation ist eben dann auch selten anzutreffen. Insgesamt erweisen sich letztlich Flure als gut geeignete Orte für Wanddokumentationen, denn auch dort halten sich Kinder oft auf. Und bei diesen Fluren kann die gesamte Höhe und Tiefe ausgeschöpft werden, sowohl bodennah als auch eben hier, wie man hier ganz schön im wahrsten Sinne des Wortes sieht, auf Augenhöhe. Mit diesen Eindrücken endet mein Einblick in das Thema Wanddokumentation und ich möchte nun noch zur vierten und letzten Dokumentationsform, die ich Ihnen gerne nahebringen möchte, kommen, nämlich der Projektdokumentation. Sie hat eigentlich ganz ähnliche Funktionen wie die Wanddokumentation, bezieht sich aber in der Regel auf ein bestimmtes Thema, ein Projekt, das ein oder mehrere Kinder betrifft. Kommen wir abschließend noch zu einer weiteren Dokumentationsform, der Projektdokumentation. Sie hat ganz ähnliche Funktionen wie die Wanddokumentation, bezieht sich aber in der Regel auf ein bestimmtes Thema, ein Projekt, das ein oder mehrere Kinder betrifft. Sie hängt jedoch nicht an der Wand, sondern befindet sich in einem Buch oder Ordner, in dem alles Material zu einem Thema zusammengetragen wird, das im Verlauf eines Projektes entsteht. Die enthaltenen Dokumente können dabei ganz vielfältig sein. Auch hier können wieder Fotos, Zeichnungen, Bilder, Kommentare der Kinder, Beschreibungen der Fachkräfte, Zeitungsartikel, Urkunden und so weiter untergebracht werden. Ein Beispiel dafür ist diese Kladde, in dem verschiedene Dokumente eingeklebt wurden und dabei ging es um ein Projekt zum Thema Türen. Auch hier wieder ein Beispiel aus Neuseeland. Die Kinder haben zunächst verschiedene Türen in ihrem Umfeld gesucht und fotografiert. Im begleitenden Text hat die Fachkraft Kommentare der Kinder zu den einzelnen Türen festgehalten, wie zum Beispiel: Du kannst durch das Schlüsselloch spionieren und Menschen aus verschiedenen Ländern sehen, wie Meerjungfrauen und Feen. Anschließend haben die Kinder selbst zu diesem Thema gezeichnet, zum Beispiel hier links ein Schlüsselloch und rechts eine Tür mit einem magischen Schlüssel. Projektdokumentationen können auch in einem Buch gebunden werden, wie hier in dieser Präsentation sieht man gleich eine ganze Buchreihe, die im Laufe der Jahre entstanden ist und im Gruppenraum für Kinder, Eltern und auch Fachkräfte, Besucher wie mich in diesem Fall, zugänglich ist. Im Buch können dann ebenfalls Fotos und Text, Bilder und Text miteinander verknüpft werden. Ich habe Ihnen noch ein paar Beispiele für Projektdokumentationen in Heft- und Buchform hier mitgebracht.
Eines der Beispiele haben Sie eben schon als Foto gesehen, der Besuch einer Schnecke, so heißt dieses Buch. Und da sehen Sie jetzt auch nochmal das Format, die Größe. Und das lebt eben vor allem von kleinen Fotos, wo deutlich wird, wie die Kinder diese Schnecke untersucht haben. Und ergänzt wird die, hier sieht man das ganz schön, durch Dialoge zwischen Fachkraft und Kind. Also hier sagt das Kind, fühl mal. Und die Fachkraft sagt, was fühlst du? Das Kind, kalt. Die Fachkraft, ist es hart oder weich? Das Kind, weich. Fühl mal, das Haus. Und so weiter. Also hier wird nochmal dieses genaue Untersuchen, das Kind als Forscher wird hier nochmal sehr schön sichtbar und in allen verschiedenen Stadien gezeigt in diesem Buch. Mit hier auch sehr gelungenen Fotos, die eben auch so Stimmungen einfangen und dieses konzentrierte Arbeiten des Kindes. Eine andere Geschichte, eine andere Heftdokumentation stammt aus Reggio Emilia, La Storia del Albero del Fuoco, die Geschichte des Feuerbaums würde man es übersetzen. Und hier geht es eher um eine Narration, um die Geschichte eines Baumes, den die Kinder draußen gesehen haben und der hier auf verschiedene Arten künstlerisch umgesetzt wird. Also mit kleinen Zeichnungen, mit solchen Bildcollagen, die am Overhead-Projekt oder am Leuchttisch entstanden sind, aber eben auch mit Fotos, die dann auch zum Teil kombiniert werden mit Zeichnungen oder hier ist sogar eine Tonumsetzung. Also die Auseinandersetzung mit diesem Feuerbaum wird hier in sehr unterschiedlicher Art und Weise zusammengestellt. Und Sie sehen an diesen beiden Büchern zum Beispiel, dass es hier eben auch um eine hohe ästhetische Qualität geht. Also die Fachkräfte, die das erstellt haben, haben sich hier sehr bemüht, ja auch ansprechende Heftdokumentationen zu erstellen. Noch ein anderes Beispiel stammt ebenfalls aus Reggio Emilia, La Grande Opera, das große Werk. Auch hier geht es um die Auseinandersetzung mit Natur, mit einem Baum und was die Kinder hier mit den Blättern machen auf diesen Beispielen. Also diese Untersuchungen, sie zerbröseln die Blätter und machen damit neue Muster, legen hier verschiedene Bilder nochmal mit den Blättern und die Blätter in verschiedenen Zustand. Also hier wird sehr genau und sehr ernsthaft das Projekt des Untersuchens der Blätter wahrgenommen. Hier sieht man jetzt auch noch mal ein anderes Format mit Ringbuch und ja auch in der Größe eher ein ungewöhnliches Format. Und schließlich noch ein Beispiel aus Deutschland über ein Amselnest, wo die Amselkinder schlüpfen bei uns am Kindergarten, ist hier das Thema, wo die Kinder eben so ein Amselnest entdeckt haben und dann sich darauf vorbereiten, dass die kleinen Vögelchen irgendwann schlüpfen werden. Und hier sieht man dann auf einmal dieses Nest und die Kinder untersuchen das eben sehr genau und das wird hier als so eine Geschichte aufbereitet. Ja, damit endet meine Vorstellung, meine Einführung für Sie in das Thema der Bildungsdokumentation. Ich hoffe, Sie haben mit diesen vier Dokumentationsformen, Portfolio, Lerngeschichte, Wanddokumentation und jetzt zum Schluss die Projekt- und Heftdokumentation, einen guten Überblick bekommen darüber, wie Dokumentation funktioniert, was sie leisten kann und wo dann eben vielleicht auch Probleme auftreten können.